Thank you.
Absolut, wir hatten kein Preseason-Game. Das war der erste echte Test für uns und die sind körperlich sehr stark, die Steelsharks. Und die haben einen guten Job gemacht. Wir haben uns ein bisschen schwer getan am Anfang, haben wir erwartet. Und dann rollte aber der Zug und dann war das eigentlich relativ sicher. Und wir konnten schön durchrotieren. Jeder hat gespielt, das war uns wichtig, weil durch Rotation und viel Spielzeit generiert man Tiefe. Und die wollen wir ja, müssen wir dieses Jahr machen, weil wir ja viele Leute verloren haben. Es war ein tolles Erlebnis eigentlich, weil es waren sehr viele Zuschauer, eigentlich voll unerwartet. Ich glaube, es waren sicher über 1000 und es war eigentlich ein feines Feld. Und es war einfach ein gutes Spiel, dass wir mal reinkommen, weil wir haben kein Preseason-Spiel gehabt. Und wir haben sehr viele neue, junge Spieler, weil wir sehr viele verloren haben. Und die haben jetzt einmal gesehen, wie ein Spiel wirklich so in der Kampfschaft abläuft, weil das wirklich das Erste für sie war. Und ich denke, ich habe auch ein gutes Spiel gehabt, hat alles gut gepasst. Und wir haben am Anfang ein bisschen Probleme gehabt, ins Spiel reinzukommen. Mit einem Fumble gleich bei uns hinten. Und haben aber dann Glück gehabt, dass er dann hingehauen hat und sobald es gelaufen ist, dann ist es relativ schnell gegangen. Gegen Ende vom zweiten Viertel, glaube ich, ist dann 3 Plays, 3 Touchdowns und dann haben wir gleich die Backups rein, dann können in der zweiten Hälfte dann. Okay.